Hallöchen Leute und willkommen zu Animal Crossing New Leaf, die 100 Tage, Tag Nummer 94 und damit die letzte Woche. Ja, wir wollen loslegen, Melinda, haust du rein? Es ist leider traurigerweise soweit, dass wir die letzte Woche erreicht haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen wir gemacht haben, aber weit über 10 Wochen. das ist jetzt wahrscheinlich die 16. Woche oder so, ne? Gott, wie viele Wochen wir gemacht haben. Ich habe gar nicht alle abgeschickt. Ich habe die Briefe nicht abgeschickt. Ich sollte es jetzt schnell machen, ne? Was hast du da zu Mischka? Hübsche Schirn, na? Hey, hör mal. Ich habe eine total gute Idee, wie wir die Lebensqualität in Century verbessern könnten. Ich finde nämlich, dass uns hier eine Lichteruhr fehlt. Ich habe gestern eine Uhr gebaut. Ich weiß, dass zumindest das mich glücklich machen würde. Ich sag Melinda Bescheid. Dann könnt ihr beide das ja mal eben in die Wege leiten. Easy. Easy peasy. So, das erinnert mich daran. Wir haben gestern eine Uhr hier platziert. Was dann tatsächlich bei mir einen... Oh shit. Zwei Fossile an einem Schlag. Was in mir ein neues Ziel geweckt hat tatsächlich. Wie wäre es, wenn wir noch die Goldkanne bekommen könnten? Und für die Goldkanne brauche ich tatsächlich... Ah, weil es geschneit hat. Für die Goldkanne brauche ich tatsächlich 10 Stadtverschönerungen. Ich glaube, jetzt haben wir 7, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch die ein oder andere, ja? Ein oder andere können wir noch machen. Easy peasy. Und, ja, das wird so das nächste Ziel sein. Das heißt, vielleicht würde ich noch ein bisschen Geld sammeln. Ich will aber auch nicht die teuersten Sachen überhaupt bauen, ne? Logischerweise. Was ich hier machen könnte, ist hier zum Beispiel noch eine Bank hinbauen. Was ganz Simples, was ganz Einfaches, ja? Was ganz, Stupides. Nichts Aufregendes, ne, Kalle? Nicht so aufregend für den Kleinen, zumindest. Der Schnatterer. Dann schnattert er wieder zu viel. Oh, wir wollen Bingo spielen. Bingo, Bingo, Bingo. Du bist noch nicht geschmolzen, tu jetzt nicht so. Komm. Komm, Schnelio, let's go. Ja, auf geht's. Bring mir deine Augen zum Rollen. Ich sehe leider die Zahl gar nicht. Das ist sehr ungünstig. Hätte ich mich nicht anders positionieren können. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn da? Was ist das für eine Zahl? 9. Das ist gar nicht mal so gut. Damit haben wir jetzt... Okay, mit der 9 haben wir jetzt hier 2 und da haben wir 3. Das ist okay. Aber schon wieder nicht so optimal. Viel besser wäre natürlich 34 oder 12. Das wäre natürlich sehr stark. Aber da kommen wir noch hin, Leute. Da kommen wir noch hin. Wir sollten auch ein Bingo bekommen, ja? Und wir haben eine weitere Reihe mit 3. Eine weitere Reihe mit 3 Stück. Oh, jemand ist im Iglo. Wer ist es? Wer kommt mich besuchen? Will jemand hier zu mir ziehen? Wer magst du nur sein? Nee. Voll gemein von mir, oder? Weißt du, ich vibe nicht so sehr mit dir. Nee, 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 nee. Das ist nicht so eine... Das ist kein Villager, der einfach bei uns reinpasst, wenn ihr versteht, was ich meine. Gehen wir mal zu 1. 1 Schmeins, was geht ab bei dir, Kleiner, na? Alles gut bei dir, Katza? Reden wir mit dem Guten. Wie geht's dir, na? Alles cool? Oh, Granate, du, hast also mein geheimes Hauptquartier gefunden, Katza? Nein, war nur Spaß. Ich hab doch nichts zu verbergen. Was liegt an, Sportsfreundin? Erzähl mir was. Schau mal, Sportfreundin. Diese Klamotten sind so bequem, dass man darin Sport treiben kann. Sportler wie wir sollten immer sportliche Klamotten wie die hier tragen. Das ist wahr. Stinky, was geht ab, Katza? Was gibt's Neues? Es gilt nicht, keine Verordnung in dieser Stadt. Ich weiß aber schon, dass du als Bürgermeisterin Gesetze machen kannst. Ja, ich weiß. Oh, Granate, was gibt's diesmal? Irgendwas Neues? Die Leute reden viel über dich im Moment und dabei fällt oft das Wörtchen Profi-Zuhörerin. Wie sehr trifft das denn zu? Passt perfekt. Echt? Ah, hier und da kommt unsere Gerüchteküche auch mal was Gutes. Ich weiß. Stinky, ja, irgendwas Neues? Ich habe in letzter Zeit einiges an Muskeln zugelegt. Ich werde sie am liebsten der ganzen Welt zeigen. Hey, vielleicht kannst du noch ein paar Freunde aus der anderen Stadt einladen, aber da müssen wir ausweichen, blablabla. Oh, Granate, was gibt's diesmal? Rede mit mir. Es gibt keine Forderung in dieser Stadt. Du weißt aber schon, dass du welche machen kannst. Okay, einmal reden. Nee, ich gehe nicht mehr. Okay, tschüss. Bye. Mann, immer nur das Gleiche am Schnattern hier.
Hey Melinda, Stadtverschönerung. Erst einmal, du machst die Feier, juckt mich nicht mit der Uhr. Und dann, baue ich noch was. So, wir müssen irgendwas Neues in Auftrag geben. Und dann können wir ein bisschen Geld dafür sammeln. Also komm her, Melinda, Schmelinda. Wir brauchen noch was Perfektes. Ja, ja, die Uhr ist fertiggestellt. Nee, ich kann nicht. Mach du. Ja, mach, mach, mach. Ja, die Einwohner werden so weinen. Stadtverschönerung. Ich hab was. Ich hab was Schönes. So. Ein neues Projekt. Das sind die derzeitigen Anfragen. Parkbank, Metallbank, Märchenbank, Fernostbank. Wir können auch einen simplen Mülleimer aufstellen, ne? Wisst ihr was? Ich mach mal einen Mülleimer. Ja, ein Mülleimer für Sentry. Auf geht's. Das ist eine simple Stadtverschönerung. Und die kann ich in der Nähe bei Rosina ablegen. Direkt beim Teich. Und viele Leute werfen da ihren scheiß Müll nochmal rein. Oder ist das der Trick? Ist das der Trick, den mir niemand bisher verraten hat? Obwohl, wusstest du, wenn du einen Mülleimer in deine Stadt bauen würdest, da würden die Bewohner ihren Müll in den Mülleimer werfen, ja? Und nicht mehr wahllos in den Teich. Ich glaube, es war erst, wenn ich sehe. Aber hey, wir können es ja mal schauen. So, wie wäre es? Ich meine, direkt hierhin geht es wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Geht das hier? Ja, ich denke schon. Ja, so nah an der bebauten Fläche nicht. Wäre ja auch cool, wenn es gehen würde. Das geht bestimmt mit Hacking-Tools oder so. Was denn hier? Geht das? Denke schon. Okay, so sieht's aus. Ja. Jawohl, perfekter Ort für Mülleimer. Let's go. Dann machen wir da sofort volle Finanzierung reinballern. Ja, ja, ja. Spenden, Spenden, sage ich immer. Ja, ich war Melinda. Ich weiß Bescheid. Ich bin nicht dumm oder so. Hey, was geht, Gyroid? Ja, ja, ich spende. Ja, 53.000. Ja, kein Problem. Ja, ich habe die 53.000. Ist alles gut. Ich bin dabei. Ich bin dabei. So. Nein, Moment, Sekunde. 53.000. Für einen Mülleimer vor allem. Als ob das so teuer ist. Die Uhr war billiger gestern, oder? Das bilde ich mir nicht ein. Die war wirklich billiger. Yahoo! Großartig. Mhm. Hat nicht sogar irgendjemand den Mülleimer in Auftrag gegeben? Das ist nämlich eine Sache, die ich nachgelesen habe. Scheinbar, wenn Bewohner etwas in Auftrag geben und du das Ding baust, was sie in Auftrag gegeben haben, sind die sehr happy darüber. Was ich sehr cool finde, so spät zu erfahren, aber... Ja, lieber spät als nie, habe ich recht. So, erst einmal haben wir hier vier Sachen zu verkaufen. Die sollte ich dann sofort verkaufen, ne? Kann ich gleich noch ein paar Briefchen schreiben oder so. Briefchen, Schmiefchen, ne? Da muss ich noch mehr Geld loswerden. Naja, die paar Sachen kann man verkaufen. Let's go. Diese Platz im Inventar schaffen, wäre nicht verkehrt. Ich könnte auch noch ein paar Birnen oder so verkaufen, wenn ich die sehe. So direkt ein 9er-Korb, weg damit. Immerhin so ein bisschen extra Kohle kann ich halt machen für die Tage, wo wir dann halt Dingens brauchen, ne? Also wenn wir halt die großen Projekte noch machen müssten, dann wäre ganz cool, wenn ich ein bisschen Geld auf der Tasche hätte. Aber wir machen nicht viel. Nee, 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 nee. Eins ist sehr wertvoll, okay. Was gibt extra Geld heute? Sind's Gyroids? Geben Gyroids heute extra viel? Aber ich werde nicht alle verkaufen. Aber was gibt heute extra viel oder sind's Mineralien? Mineralien, okay. Schön die Mineralien. Ich meine, ich kann mich um den Geld... Moment, falsch. Ich kann mich ja easy auch um den Geldbaum kümmern. Das gibt einiges an Sternes noch hinzu, plus die Fossile und so. Und so teure Projekte mache ich ja nicht. Wir machen billige Projekte. Damit ich dann ganz schnell eigentlich die Goldkanne bekommen kann. Nicht wahr? Wir. Als Granate. Als Fully. Ja, ja. Ja, ja. So, da ist was zu buddeln. Nein. Ist das eine Falle? Keine Falle. Gyroid? Gyroid. Okay. Huschke, bist du zu Hause? Hey, Huschke, Buschke, ich komm dich mal besuchen, mein Freund. Also, Luzi? Seht ihr die Luzi dort? Da ist sie ja schon. Hey, Huschke. Hey, Huschke. Was geht ab? Na? Hey, ich hatte schon gehofft, du würdest mal vorbeikommen, Granate. Willkommen. Willst du was Bestimmtes? Erzähl mir was. Granate, perfektes Timing. Wenn du Kalle heute noch siehst, kannst du ihm bitte was von mir geben? Ich habe mir vor einiger Zeit was von ihm ausgeliehen. Aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Kein Problem, mache ich. Danke, Granate. Dann werde ich dir das hier anvertrauen. Bitte verliere es nicht. Ich habe gar nicht mal so viel Platz in meine Tasche, aber das weißt du.
Ich will dich ja nicht hetzen, aber es wäre mir wichtig, wenn du es heute doch ablieferst. Ja, 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 ciao. Tschö, bye. Ich mach das schon. Ich kümmere mich drum. Ich, der Füller. Immer. Luzi, was machst du hier? Hey, Elefanti. Habt ihr geredet? Hallo, Schnuffi. Ich kann dir nicht ansehen, ob du den Schnee jetzt magst oder nicht. Ja, wolltest du was Bestimmtes? Lass uns quatschen. Schau mal, Schnuffi, ich habe dein Arschshirt für dich. Viel Spaß damit. Dankeschön, ich hätte gern ein Foto, aber... Gefällt dir das Geschenk nicht? Dann verschenke es einfach weiter. Ich bin dir nicht böse. Luzi, was ist? Hattest du nicht gesagt, dass du eine Detektivjacke haben wolltest? Das ist schon ewig her, aber mir ist es erst jetzt eingefallen, dass ich eine habe, die ich nie benutze. Magst du sie haben? Okay. Oh, prima, bitteschön. Diese Detektivjacke gehört jetzt dir, Schmutzi. Die wollte keiner haben, aber okay. Ich freue mich ja so, dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern zu können. Ich weiß, ich habe eben das schon gesagt, aber ich habe das Ding echt nur einmal benutzt. Zeit zum Umziehen, ne? Umziehen zum Umziehen. So, das ist das Arschshirt. Ah. Und das ist die Detektivjacke. So. Ich bin Detektiv Füller. Auf dem Weg, Fälle zu lösen. Als Detektiv. Ich. Detektiv Füller, ganz alleine. Ich habe leider keinen Platz mehr in meiner Tasche. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Aber das ist kein Problem. Die Fossile muss ich ja nicht unbedingt heute abgeben. Ich kann einfach das Ding hier ablegen und dann kümmere ich mich gleich darum. Wir gehen gleich zum guten Kalle. Und erst einmal, wie wär's, wenn ich das hier ausbuddel? Fossil? Noch ein Gyroid, okay. Das ist ein bisschen miese Brise, du. Das ist ungünstig. Ob ich meinen Bewohnern Gyroids schenken kann? Eigentlich keine so dumme Idee, oder? Wisst ihr was? Ich brauche so oder so ein bisschen Platz hier noch. Wir gehen jetzt noch ein paar Briefchen schreiben. Wie wäre es, wenn ich jedem Bewohner gerade einen Gyroid schenke, der nicht da ist? Also den, wo ich noch nicht hier im Brief habe. Manu habe ich, Marius habe ich, Uschka habe ich und Luzi habe ich. Eins habe ich noch gar nicht. Ich brauche nur einen Inventarslot Platz. Ach, kein Problem. So, wir kaufen uns ganz fix jetzt, ganz, ganz schnell. Kaufen wir uns jetzt ein bisschen Briefpapier und dann schreiben wir ein paar Briefchen. Und dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Ein bisschen, nicht viel. Ich habe so ein Plus, Minus, ein, zwei bisschen, ja. Die T-Shirts können wir auch noch verschenken. Da geht doch definitiv noch ein bisschen was, ne? Oh, Heinz ist jetzt hier, der ist nicht mehr zu Hause. Oh, ich wollte mit ihm eigentlich reden. Alter, dieser riesige Teddybär. Stinky, ich frische gerade meinen Vorrat an Proteindrinks auf, Katza. Wobei, kann ich dir helfen? Plaudern wir? Und? Hast du gefunden, was du suchst? Ich glaube, ich will den Bär. Ich habe das Gefühl, irgendjemand wäre sehr sauer, wenn ich mir den nicht holen würde. Es sieht ein bisschen nach so auch Pokémon aus, die da drin sein können, ne? Das sollte ich aber auch wahrscheinlich kaufen. Ja, ja, gute Wahl in der Tat. Bla, 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 Gepär. Gepär, ich brauche das Papier. Ich komme nochmal wieder. Hoffentlich. Bestimmt. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Dieser riesige Bär. Ich sollte ihn wirklich kaufen. So. Erst einmal würde ich sagen, ist ein bisschen Briefschreibezeit. Heinz hatte noch keine. So. Sport. Oh, schönes Papier tatsächlich. So. Manu hat Marius, Huschka hatte ich auch und Luzi. Da habe ich hier irgendwie ein cooles Shirt für ihn. Stickshirt, Motivshirt, Apfelshirt, Zackentop, Pilotenjacke. Gib ihm das A-Shirt. Das ist perfekt für eins. So, Ich meine, Kalle könnte ich was schenken, aber Kalle kriegt eigentlich immer viel von mir. Elefanti! Du bekommst das Top von mir. Du bekommst das Zackentop. Ich hoffe, du freust dich darüber, Elefanti. Ich schreibe eigentlich hier nicht viele Briefe, kann das sein? Habe ich Eleanor jemals viele Briefe geschrieben? Für Mischka noch keins, ne? Ob ich Mischka das Stickshirt schenken kann? Ja, komm. Wo bist du? Mischka! Stick! Ich schreibe keine tiefen philosophischen Briefe, ja? Wir müssen ein bisschen was an Geschenke loswerden. So, Stickshirt geht da rein. Und einen Brief kann ich noch schreiben an... Ja, wer hat noch nicht?
Ja, Sascha hat noch nicht, ne? Weißt du was? Pilot. Sascha ist jetzt Pilot. Der hat's jetzt einfach. Der ist jetzt einfach Pilot geworden. So. Hat er jetzt einfach verdient. So, das heißt, wir haben einiges noch an Geschenken übrig, die ich geben könnte. Muss nur darauf warten, dass mein Inventar nicht zu voll wird. Dann wird das schon. Dann passt das schon. So, verschicken wir erstmal die ganzen Sachen. Wichtig, wichtig. Und dann sind wir gut dabei. Und dann werden uns morgen alle lieben und mit neuer Post bescheren. Briefe versenden. Jemand in Sentry. Die werden uns alle Briefe schicken. Ja, ja. Schau dir die ganzen coolen Briefe mal an, Pelli. Siehst du das? Schreibt dir irgendjemand Briefe? Hast du jemanden, mit dem du Briefe schreiben kannst? Bist du alleine? Das ist okay. Hier, bitteschön. Ich habe keinen Brief an dich, aber... Oh. Ja, ciao, ich gehe jetzt. Bye. Wusstet ihr im Original in Animal Crossing, wenn man, da hatte man hinten so eine Theke, ja? Und dann konnten nur maximal 4 Briefe auf dieser Theke liegen. Und wenn man dann rausgegangen ist und musste rausgehen, dann ist nämlich Peter weggeflogen. Dann konnte man den sehen, wie er wegfliegt mit der Post. Das war super cool. Und dann konnte man wieder rein und neue versenden. Jo, du auch hier. Das ist ja ein Zufall. Was liegt dann? Lass uns quatschen. Hier trifft man immer wieder neue Leute. Das nervt. Nee, sorry, Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. Mann. Gehen wir jetzt erstmal zum guten Kalle. Und dann sagen wir, Kalle, Schmalle, ich hab da ein Geschenk für dich. Und da habe ich noch das hier. Oh Gott, ich habe zu viel Zeug einfach. Ich habe zu viel Zeug. Ich meine, ich könnte die nächste Barrage an Briefen theoretisch schon verfassen, ne? Was geht auf, kleiner Mann, ne? Moni Schmoni, für dich wie zu Hause. Also, worum geht's? Die Lieferung ist da. Eine Lieferung für mich? Toll. Guck mal, nur für dich, Kalle. Nur für dich alleine. Deins. Bitteschön. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist bestimmt das Dingsbums, das ich Huschke geliehen habe. Aha. Das riecht irgendwie so komisch. Als Huschke-Parfüm oder sowas drauf gesprüht. Ah ja, lass uns was spielen. Halte mal, was da drin ist. Wenn du richtig liegst, gewinnst du was. Es ist Kleidung. Meinst du also, das ist Kleidung? Ganz sicher? Gut, dann machen wir es auf. Es ist ein Teppich, oder? Das ist Kleidung. Ganz genau. Es ist Kleidung. Super, du bekommst den Hauptgewinn. Okay. Weißt du was? Ich schenke dir mein Tip-Top-Shirt einfach Granate. Ich hatte es sowieso schon ganz vergessen. Viel Spaß damit, Schnatter. Ein Tip-Top-Shirt, ha? Huh? Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. So tip-top finde ich es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. So tippitoppi finde ich es aber gar nicht, ja? Wisst ihr, was ganz cool wäre, wenn wir Kalle eigentlich das eine Ding schenken würden, ja? Den einen Bär. Der war halt riesig, aber ich habe Angst, dass er den anderen Bären dafür rauswirft. Luzi, was geht ab? Alles gut bei dir, Schmutzi? Hey, oh, Flummi, ich laufe dir echt dauernd über den Weg, Mensch. Du kannst dich vom Schnee nicht losreißen, oder, Schmutzi? Also, was gibt's? Eisen. Lass uns quatschen. Hey, versuch gerade mein Leben noch fetziger und stylischer zu gestalten. Und der Schlüssel dazu sind Früchte. Welche Art Frucht ist dabei völlig egal. Wie sieht es aus? Bringst du mir eine? Klar. Oh, du bist super, Flummi. Danke für deine Hilfe. Okay. Dödem. Dödem. Da liegt sofort eine Kirsche. Ja, dann gebe ich dir die. Dann lebe ich ja über die Kirsche, die da rumliegt. Luzi! Ich habe hier eine Kirsche für dich. Gönn dir. Deins. Oh, na, du, was gibt's? Hier, probier mal. Du hast endlich meine Frucht gefunden, Schmutzi. Wie cool. Bitteschön. Wie findest du das? Coolio oder nicht so coolio? Mein Magen knurrt schon vor Vorfreude, Flummi. Ja, schmatz mal rein. Oh, das Zeug ist mal oberlecker, Flummi. Ich könnte Tonnen davon verschlingen. Oh, Mann. Oh, dafür hast du ganz schön was gut bei mir. Also, ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Ein Baumpulli. Ich will Fotos. Danke nochmal für die Frucht, Flummi. Ich will doch nur ein Foto haben. Oh. Wie das peinliche Foto damals bei der Weihnachtsfeier. Sowas halt. Weißt du, für Erinnerung. Das ist also der Baumpulli. Also geht ab, Marius, ne? Hey, Mann. Traust dich auch mal wieder vor die Tür? Ist auch warm genug angezogen, ey, Mann. Ich bin ja nicht auf die Idee, dass ich dich bemitleiden werde, wenn du dir eine Erkältung anfängst. Was liegt dann? Lass uns quatschen.
Hey, du weißt, was eine Strandassel ist, oder? Also kannst du mir eine fangen? Oder überfordert dich das? Ich fang dir was. Boah, genau das wollte ich hören. Hey, warte dann so lange. Okay. Ich hoffe, ich schaff's übrigens. Dann gehen wir jetzt zu Dingens. Warte mal, Falle. Falle? Keine Falle? Das ist dann definitiv das Fossil, hä? Yeah, ich wusste doch, dass das das Fossil ist. Ich habe es einfach gut geschlussfolgert. Müsst ihr wissen. So, Moment. Brief von Kalle. Ach ja. Danke für die netten Worte nach deinem Besuch. Es wäre schön, wenn ich sie glauben könnte, aber es hat trotzdem gut getan. Ja, das ist für dich. Hey, dein Haus ist wie scheiße oder so. Packen wir sie mal aus. Eine Schmucktapete. Jetzt habe ich wieder ein Problem, ne? Moment. Pack mal die Tapete um rein. Vielleicht sollte ich mir... Doch, das geht. Okay, perfekt. Das geht auf jeden Fall. Ich pack das mal da oben noch rein, weil ich nicht so viel Platz habe. Wir reden mit Huschke. Und wahrscheinlich sollte ich nochmal los und Briefpapier kaufen, ne? Wir verschenken alles an die Bewohner. Jeder bekommt mein Zeug. Kein Müll hier. Verschenken. Ne? Was sagst du dazu, Huschke? Ha? Du bist wieder hier, um mich zu besuchen, Granate? Ich kann's kaum glauben. Irgendwie muss dir mein Haus also gefallen haben. Also, was gibt's? Hab's abgeliefert. Oh, danke, dass du das Paket für mich bei Kalle abgeliefert hast. Hat Kalle irgendwas dazu gesagt? Tja, du sagst, er bewundert mich? Wenn er mich da mal nicht überschätzt. Das war's? Oh, Josh, alles klar? Irgendwas Neues? Vor kurzem habe ich Marius und Luzi zusammen gesehen. Sie haben sich unterhalten und Sauerkrautsaft getrunken. Anscheinend verstehen sich die beiden richtig gut. Ja, ist das schlecht? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie stehst du denn dazu, hä? Komm schon, gib mir jetzt ein Statement ab, mein Freund. Nee. Da sagt er jetzt auf einmal nichts, dieser Huschke, ne? Ich kann's nicht glauben. Ich auch nicht, Luzi. Er hat einfach nichts gesagt. Er hat einfach geschwiegen. Das war's. Kein Geldstein. Okidoki. Briefpapier kaufen. Briefe schreiben. Eigentlich mache ich nur eine Menge Geschenke. Eine Menge Geschenke. So, also let's go. Eigentlich, wenn ich es überlege, ich finde, Manu kann noch ein Geschenk vertragen, oder? Manu, Marius, Heinz, Huschke, die können alle noch was vertragen. Ja, willkommen, ich weiß. So, ich kauf mal Papier. Ja, ich kauf. Gib mal her, Mann. Gib her, ich weiß doch Bescheid. So, mein Gott. Jesus, Maria und Josef aber auch, ne? Brief schreiben. Feuerwerkpapier, machen wir Marius. Gyroid. Cool, oder? Der wird sich über einen Gyroid freuen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar an den, Gurgloid. Bisschen was am Gurgeln. Bisschen am Gurgeln schmuggeln. Da entfernen wir das Geschenk. So, Brief schreiben. Luzi? Hier. Oh. Hier. So, jetzt besser. Viel besser. Viel besser. Ja, fertig. Let's go. Da gebe ich ihr... Ich gebe ihr einfach das Apfelshirt. Das passt schon. Dann Manu. Ob Manu was mit dem, mit der Couch anfangen könnte? Manu. Die rudimentärsten Briefe aller Zeiten. So, ich gebe dir das mal. Eins könnte ich noch schreiben. Ich könnte mir sofort noch was holen, ne? Wie wär's mit Heinz? Tapete. So, der gute Heinz, der kriegt auch eine Tapete, Schnapete. Da rein. Und das war's. Ich brauche noch mal welche. So, Schleppi, Deppi, ich brauche noch mal welche. Gib her. Ja, ich kaufe. Und damit habe ich einiges an Zeug erstmal aus meiner Tasche raus. Halleluja. Soll noch einen Brief schreiben? Gyroid? Was sagst du dazu, Huschke? Kleiner Gyroid, bisschen dies, das. Ananas. So. Der Maxi-Federoid. Willst du noch was haben? Mischka! Top.
Wunderbar, oder? So. Das Tip-Top-Shirt. Ja, komm, das Tip-Top-Shirt, das kriegt sie. Und dann haben wir noch zwei Sachen und da... Ach, ich werde da noch ein bisschen nachher drauf zurückkommen. Zuerst haben wir die erste Ladung da. So, die nächste Ladung am Brief, die müsste ich dann morgen verschicken, sonst kriegen die auf einmal, ne? Das ist nicht so gut. Das heißt, ich bin sowieso jetzt ein bisschen, ja, nee, das klappt nicht. Ja, müssen wir warten, ist okay. Ich war ein bisschen voreilig. So. Glaubt ihr, wir finden eine Strandassel noch? Irgendwo? Ach ja, die schöne Abendmelodie. Die Animal Crossing Abendmelodie. Ob Pushkin noch mal reden möchte? Luzi, was möchtest du noch quatschen? Du magst verschneite Nächte auch so gerne wie ich, Flummi. Hey, da bin ich total dafür. Willst du quatschen? Lass uns quatschen. Hey, bist du mit deinem besten Freund auch wählerisch? Nö. Wirklich? Oh, du und ich sind uns ja gar nicht ähnlich, Fully. Aber ich wette, deshalb mag dich auch jeder. Du bist nämlich gar nicht wählerisch. Das hätte vielleicht... Hätte das ein Dialog für ein Foto sein können? Und da hätte sie mir ein Foto geschenkt, hätte ich gesagt, ja. Und sie meinte so... Ja, und ich stehe bestimmt auch auf deiner Liste. Und dann so... Oh, wir sind jetzt allerbeste Freunde, du und ich, Flummi. Habe ich das jetzt alles verkackt? Ah, nee, wahrscheinlich eh nicht, oder? Als ob es überhaupt sowas wie Fotos gibt hier in Animal Crossing. Ich halte das für ein Gerücht. Für Gerücht! Gerüchte! Blödsinn! So. Ich habe erstmal wieder ein bisschen Geld auf der Tasche. Das muss ja auch so sein. Dann gehe ich gleich nach der legendären Strandasse suchen. Seid ihr dabei? Macht ihr mit? Auf der Suche nach der legendären Strandasse? Alles nur für Marius. Marius würde sich nämlich ziemlich sehr groß darüber freuen, denke ich. Dann sagt er so, oh, Knubbel, dankeschön doch mal für cooles Dingens. Und dann schenke ich ihm das und der wird so sagen, yay, cool. Und dann, hier hast du mein Foto, weil wir jetzt allerbeste Freunde sind, Knubbel. Granate, Stern, ich weiß nicht, wie er mich gerade nennt. Irgendwie sowas, ja. Und dann ist alles cool. Und dann kaufen wir uns den Freunde für immer Ring. Dann sind wir Freunde für immer. Freunde für immer. Ring. Diese Schneeflocke. Sag mal, kann es eventuell sein, dass Strandasse um die Uhrzeit gar nicht da sind? Ich bin sehr dazu geneigt, gerade fix zu googeln. Sehr, sehr, sehr geneigt dazu, gerade fix zu googeln, ob hier Strandasseln sind. Um die Zeit. Rein theoretisch könnte ich auch in meiner eigenen Info suchen. Oh no. Hab dich. Let's go! Eine Strandasse, sie ist in meinem Kescher gestrandet. Mario, ich habe dein Geschenk. Jetzt muss ich ihn nur noch finden. Und dann sind wir wie Brüder, noch enger miteinander verbunden. Dudum, dudum, dudum. Oh, übrigens, ich habe mitbekommen, euch scheint die SpongeBob, Thumbnails gar nicht mehr so zu stören. Irgendwie, ich habe ja positive Kommentare bekommen. Das ist, euch irgendwie den Tag versüßt, was ich ganz lustig finde. Das freut mich. Du magst das Schneide nicht auch so gern wie ich, Sterni? Ja, ich bin total dafür. Also, was gibt's? Lass uns quatschen. Oh, ich kann's kaum erwarten, ein noch größerer Superstar zu werden. Rate, wie ich das anstellen werde, Katza. Ach, egal, ich verrate sie jetzt einfach. Ich werde eine Zeitkapsel verbuddeln, die eine Nachricht von mir, meinen größten Fan, also mir, enthält. Das wäre so cool, einen Brief von mir dort selbst zu bekommen, der mich dazu motiviert, noch toller zu sein. Und an dieser Stelle kommst du ins Spiel. Begriffst du die Kapsel für mich? Klar. Super, danke. Aber pass auf, dass du sie nicht verlierst. Gar kein Ding. Gar kein Ding. Die Zeitkapsel ist da, wo du deine Briefe aufbewahrst. Vielen Dank für deine Hilfe. Aber schau bloß nicht hinein, bevor du sie vergräbst. Okay. Gut zu wissen. Ich glaube nicht, dass wir Mischkas Zeitkapsel noch ausbuddeln können. Wahrscheinlich werden wir die vergraben und wenn ich irgendwann noch eine nachträgliche Folge mache, dann erst. Was geht ab? Du willst mir was erzählen? Erzähl mir was. Pass auf, jetzt kommt was. Schau dich um. Tada, gratuliere, du bist der glückliche Gewinner von diesem Melonentopf. No!
Wollte ich nicht. Was guckst du so verdattert an? Ich wollte heute auch mal was ausprobieren, wie das so ist, wenn man nett ist. Hey Mann, keine Angst, ich werde dir keine Rechnung dafür schreiben. Hey Mann, dankeschön, Mann, so nett. Was, hey Mann? Ah, hier dein Insekt, Mann. Hey Mann, da, bist du zufrieden jetzt? Da, cool, hey Mann. Oh, das ist ja ganze Arbeit geleistet, Granate. Was, dann kriegst du meinen alten Gefängnispulli. Hier, viel Spaß damit. Es klappt einfach nicht. Da sieht man es mal wieder. Du bist eben die Einzige, auf die ich verlasse, Seemann. Was soll das denn? Ah, Seemann, mir ist langweilig. War der Peter getroffen? Er ist mir ja mal einer, aber er macht seine Arbeit ganz ordentlich. Ja, ja, will ich das sagen, wie das heißen? So, können wir mehr labern? Was denn? Irgendwas Neues? Ist einer von denen, die eine tiefe Verwurzelung ab in Kritik und Politik, blablabla. So. Schau ich den Käfer da hin an. Noch was? Was gibt's Neues? Ey, weißt du, was die Leute in letzter Zeit über dich sagen? Das ist eine Profizuhörerin. Keine Ahnung, ob das Lob oder der... Ja... Du blubberst immer dasselbe, Mann! Mario, say. Eines Tages hoffe ich, dass du anerkennst, dass ich eigentlich im Endeffekt nur deine Freundin war. Die ganze Zeit. Deine gute Freundin Füller. Oh... Vergraben. Von Mischka. Sehr schön. Cool. Ich habe viel zu viele T-Shirts schon wieder. Es will einfach auch manchmal nicht, ne? Manchmal. Nie. Es will eigentlich nie. So. Wir sagen der Mischka gleich noch Bescheid, dass ich die Kopse vergraben habe. Man kann sich ja noch ein bisschen umschauen hier, ne? So, was machen die Bambusbäume? Mehr Bambus? Mehr Bambus. So, Nehmann, Schneemann, nicht mehr Bambus hier. Da ist auch nochmal was gesprossen, gebrutzelt, gewachsen. Hat sie was weiter verbreitet. Aber ernsthaft, wenn man den uncheckt lässt, der wächst ja einfach bis zur Unendlichkeit weiter, oder? So, ich habe nicht mehr so viel Platz eigentlich. An der Wand kann aber auch nichts wachsen, ne? Vielleicht sollte ich eben kurz die Fossile auch überprüfen lassen und die verkaufen. Oder ich könnte nochmal zwei Briefe schreiben. Nochmal Manu. Manu? Gwen. So, ich hoffe, sie versteht's. Leute, ich hoffe, sie versteht's. Ich hoffe, Manu sagt dann so... Wow, super F. Ich habe mich wirklich sehr über deinen Brief gefreut. Bei Mario sagen wir das auch. Ren. Ja. Ich hoffe, der ist happy. Arius. Ich finde, du solltest das Gefängnis-Shirt haben. Guck mal da. Und automatisch haben wir mehr Platz in der Tasche. Mensch. Ich muss nur einen Tag warten, bis ich die ganzen Briefe abschicken kann. Yay, ein Bambussprosse. Let's go. Ich muss eigentlich nicht unbedingt einen Tag warten. Ich könnte die auch so abschicken. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich einen Tag warte, ist es leichter. Ich sollte wirklich ab jetzt jeden Tag Briefe schreiben. Ich hoffe, das gibt einfach den biggesten, größten, mächtigsten Freundschaftsbonus aller Zeiten. Oh. Das ist zumindest mein Kopium. Glaubt ihr, finden wir noch irgendwo das ein oder andere Fossil? Ach, Manu, was geht, ne? Ich hab da etwas, das ich dir geben möchte, Super F. Ein Verkehrshütchen. No! Danke, dass du mir das abnimmst. Ich habe einfach nichts, was sich auch nur entfernt dazu passt. Und ich habe keinen Platz im Inventar. Cool. Ich komme wieder, Manu. Ich gehe mal ganz kurz meine Bambussprossen verkaufen. Vielleicht treffe ich auf Mischka, dann sage ich Mischka Bescheid. Und dann labern wir, ja? Dann habe ich nämlich ein bisschen Platz in der Tasche. Und das heißt nämlich essentiell, wenn ich Platz in der Tasche habe, dass du mir Dinge geben kannst. Und diese Dinge könnten eventuell ein Foto sein. Und das wäre ganz wichtig. Deswegen brauche ich Platz im Inventar. Habt ihr euch das aufgeschrieben? Alles wichtig, Leute. Das ist super duper wichtig. Na, was geht ab, Rosina? Hallo, na? Ich will was verkaufen. Ich habe 4 zu verkaufen. 5 Bambussprossen, das ist nicht wenig. Ja, ja. 3750? Hm? Ich dachte, eine gibt 500. Hä?
Wie errechnet sich das denn? Das sind ja 50% mehr. Das ist mehr Geld, als ich dachte. Ja gut. Dann sind es 750, denke ich, oder? Oder? Nee, ich glaube, ich verrechne mich. Manu, bist du hier? Manu, da bist du ja, na? Ich grüße dich, Super-F. Ob es auch mal wieder aufhört zu schneien? Haltest du, was bestimmt ist? Lass uns quatschen. Mir ist aufgefallen, dass selbst die verrücktesten Gerüchte meist ein Körnchen Wahrheit beinhalten. So fangen Gerüchte an. Mit einer unschuldigen Wahrheit, die plötzlich verfälscht und verfremdet wird. Ich weiß. Warum bist du immer so bei Gerüchten drin? Ah, rede mit mir. Wenn du dich fragst, warum ich mit einer Schaufel zugangen bin, dann geht dich das gar nichts an. Wenn ich sage, dass ich einen Schatz zu finden gedenke, würdest du nur selbst anfangen zu graben. Oh nein, jetzt rede ich schon wieder zu viel. Das ist okay. Mir ist langweilig. Ja, Profizeurin, nicht verwerflich, wie man dich hinter deinem Rücken genannt hat, ja. Eben was Neues, das ist das vierte Mal. Etwas zu protzig, Schönheit, Machen wir eine 5? Rede mit mir. Sieh dir das mal an. Was sagst du zu Amelos? Das ist der erste Brief, den du mir je geschenkt hast. Erheitern jetzt, wo wir uns besser kennen, ich weiß. Ach, Manu. Ach, Manu. Luzi, was hast du dazu eigentlich? Oh, bin ich froh, dass ich ständig dir über den Weg laufe. Wenn ich dich sehe, wird mir immer ganz warm und kuschelig. Also, was gibt's? Wie läuft's? Ich hab gestern ein bisschen Bäume gefällt. Echt Spaß, ich muss nicht sagen, was? Und das ist mir, was total abgefallen ist, aufgefallen. Da war so ein komisches Muster auf dem Baumstumpf zu sehen und nicht total boah und so. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, Flummi. Du hättest es nicht glauben können. Also pass auf, dass du immer schön auf dem Baumstumpf nachsiehst, wenn du einen Baum fällst. Vielleicht siehst du ja auch mal ein cooles Muster wie ich. Ein cooles Muster, sagt sie. Mischka! Wo ist diese Katze jetzt schon wieder hin? Weil ich hab Hunger. Ich sollte mir gleich was zu essen machen. Da ist die. Das geht, Katze. Hab alles erledigt. Du magst so schnell die Nächte auch so gern wie ich. Willst du quatschen? Hab sie vergraben. Cool, danke, Sterni. Ich wüsste ja gerne, wo du sie vergraben hast. Oh Mann, wie geheimnisvoll. Ich werde dich irgendwann bitten, sie wieder auszugraben. Das wird ein Heidenspaß, Katze. Das wird es. Ja, ja. Wollen wir nochmal mit Huschke reden? Huschke, Buschke. Ich glaube, bei ihm habe ich aber auch keine Chance mehr. Marius habe ich keine Chance. Ich habe bei niemandem mehr eine Chance, Leute. Was geht ab, Buschke? Willkommen zurück in meinem Haus. Kann ich irgendwas für dich tun? Unterhalten wir uns? Diese berühmte Schauspielerin und ich, wir sind nur gute Freunde und nicht mehr, nicht weniger. Ja, du warst das. Ja, ja, ja. Du bist komisch damit, Huschke. Ich gehe schon wieder. Tschüss. Warum verbreitet er nochmal ein Gerücht, dass er irgendwie was mit einer Schauspielerin zu tun hat? Das gibt mir irgendwie den Vibe von wegen, oh ja, diese Schauspielerin. Entweder sie ist, oh, wir sind beste Freunde oder so. Oh, ich kenne die natürlich. Wir sind zur Grundschule gegangen, ne, Elefanti? Die Trommeln. Heute Nacht ist aber schön draußen. Also, wolltest du irgendwas? Lass uns quatschen. Gefällt dir, was ich anhabe? Das hat irgendjemand aus irgendwo gemacht. Jawohl, Hemd. So nennt man das. Ich finde es hübsch, Elefanti. Ja, ja. Sehr schön, so nennt man das. Hemd. Ich hab Hemd gemacht. Voll cool. Was steht da, hm? Dank der Freigebigkeit aller zählt jetzt eine US-Century. Ich habe mich drum gekümmert. Nicht alle. Ich. Der Füller war's, ja. Der gute alte Füller hat's mal wieder gemacht, ja. Wie geht's eigentlich hier dem Blumenmeer? Boah, dem geht's gut. Schaut euch das an. Es ist echt nicht mehr viel, was fehlt und dann sind die verbunden. Dann sind die einfach komplett miteinander verbunden. Hier sind sie noch nicht so durchgewachsen. Die wachsen überall noch rum. Ach ja. So viele Blümchen überall in Animal Crossing. In Century. Alles voll mit Blümchen. Selbst der Mülleimer muss voll damit Blumen sein, ne? Was sagst du dazu, Mischka? Ich bin ja froh, dass ich dir ständig über den Weg laufe. Wenn ich dich sehe, wird mir warmer. Also, was liegt dann? Wie läuft's? Ist ja beim Countdown, werde ich auf jeden Fall richtig abgehen. Es ist Zeit, das alte Jahr zu verabschieden.
Und das Neue, wie es sich gehört, willkommen zu heißen. Du kommst doch zur Party, oder, Sterni? Ohne dich wäre das einfach nicht dasselbe. Ja, ja, ich komm vorbei. Wo ist denn die Party? Bist du nicht einfach mitten in der Stadt oder so? Ich denke, diese gute Party ist einfach mitten in der Stadt. Habt ihr mein Geräusch, was ein Ausdruck voller Unmut ist, gehört? Das sage ich deswegen, weil ich es immer noch nicht geschafft habe. Was mache ich falsch? Bin ich so, nicht liebenswürdig, ja? Oh, schon wieder, ey, Mann. Was liegt dann? Unterhalten wir uns? Ich habe einen Tipp für dich. Wenn du mit deiner Schaufel Fels zerbrechen sie manchmal gehen Mineralien frei. So kann man sogar Golderz finden. Nicht oft, aber ab und zu kommt es schon vor. Wenn man drei davon zu Björn bringt in die Fundgrube, macht er einen goldenen Möbel draus. Achso. Hm? Noch was? Was gibt's Neues? Bist du eine von denen, die eine tiefe Furzabneigung gegen Verordnung haben? Politik ist Politik. Ja, ja, damals war das nicht so. Also ich weiß doch da. Was denn? Was gibt's mir so an den Fersen? Hier ist langweilig. Oh, in letzter Zeit kursieren wieder mal haufenweise Gerüchte. Üble Nachrede, bla bla bla. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die üble Nachrede von Marius. Mhm. Manu, geisterst du hier noch ein bisschen rum? Häschen? Bunny? Bist du hier? Kommst du her? Ich hab was schütteln hören. Es war weiter rechts. Da bist du ja. Aha. Wie geht's dir? Super, F. So sieht man sich wieder. Ich rede gerne mit dir, so oft du willst. Wolltest du was Bestimmtes? Wie läuft's? Oh, super, F. Ich frage mich langsam, ob dir eigentlich bewusst ist, dass du Dinge verordnen kannst. Als Bürgermeisterin von Sentry ist es gewissermaßen deine Pflicht. Ich denke drüber nach, was ich bewegen könnte. Ah, was gibt's Neues? Weißt du, wie dich neulich hinter deinem Rücken Profizuhörerin... Noch einmal? So, mir ist langweilig. Wie sehe ich heute aus so protzig? Es ist immer wieder dasselbe. Immer das gleiche Geschnatter. Okay, warte mal, einmal noch. Gibt es noch was? Bei diesem Wetter möchte ich mich am liebsten mit einem Glas Birnensaft aufs Sofa legen. Birnensaft? So. Mögt ihr Birnensaft? Ist Birnensaft lecker? Habe ich jemals Birnensaft getrunken? Was hast du dazu, Marius? Mann. Bist du immer noch unterwegs? Was gibt's denn? Lass uns quatschen. Ich habe gerade Peter getroffen. Ja, einer. Aber er macht seine Arbeit gut. Reden wir nochmal mit Huschke, denke ich, und dann passt das. Eins ist ja gerade irgendwo anders, Mann. Nee, Mann, Schneemann. So, was geht bei dir? Hübsche Figur da hinten. Willkommen zurück, Granate. Schön, dich zu sehen. Also, was gibt's? Unterhalten wir uns? Wie sehe ich aus? Heute habe ich mich besonders elegant angezogen. Wahrscheinlich habe ich sogar übertrieben, aber Klamotten fühlen sich komisch beim ersten Mal. Ich weiß. Was gibt's Neues? Hey, Granate, du Glückliche. Ich habe heute einen meiner supergrößigen Tage, Granate. Das ist kein Foto. Ja, ein Mohai-Shirt. Nur für dich. Es war nur eine Kleinigkeit, aber manchmal braucht es dich mehr zum Glücklichsein, oder? Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß mit dem Geschenk. Was ist das für ein Shirt? Was ist das für ein Shirt? Ich meine, das ist okay. Und sonst so? Willst du über irgendwas reden? Rede mit mir. Ey, Granate, 2023 neigt sich dem Ende zu. Ist ja so einiges passiert. Schöne Dinge und weniger schöne Dinge. Es war vor allem von allem was dabei. Aber noch ist 2023 nicht vorbei. Bald findet der Countdown statt, das große Finale des Jahres. Bald. Ja, Mensch. Du. Können wir uns eine Tasse Kaffee? Ich habe nicht Bock auf einen Kaffee. Ja, nicht gleich noch einen Abendstream vor mir. Wenn ihr das hier seht und es noch nicht 22 Uhr ist, dann streame ich noch nicht. Aber wenn 22 Uhr ist, dann streame ich gerade. Komm vorbei gerne, wenn ihr noch was wollt. Ja, oder wenn es fast soweit ist, dann könnt ihr auch dazu kommen. Ich gönne mir eine Tasse, Kollege. Gar keinen Zucker. Ich mag keinen Zucker im Kaffee. So. Dankeschön, Mann. Sehr zuvorkommen von dir. Du bist ein guter Kofi. Besonders edle Tasse? Perfekte Temperatur für das volle Geschmackserlebnis. 71,03 Grad Celsius. Bitte sehr. Das klingt gut. Ich wusste nicht, dass das die perfekte Temperatur ist, aber dankeschön.
Ah, so bitter, aber man könnte sich dran gewöhnen. Ich mag's. Dankeschön. So. Danke. So, und das war's heute mal wieder mit Animal Crossing. Wir haben mal wieder ein neues Bauprojekt gestartet und wieder einfach gebaut. Ja, Century wird jetzt auch richtig aufgebaut, ey. So viel mehr, als ich dachte. Ich meine, vielleicht habe ich das wirklich noch ganz gut. Dann haben wir noch die goldene Gießkanne bald. Also, bleibt dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin, Geyser. Tschüss, tschüss.